So. Und jetzt noch das da. Staatsschatz plündern. Sehr schön. Die Soldaten werden nicht so kampflustig sein, wenn sie nicht bezahlt werden. Ja. Sind wir ja auch nicht. Dann jetzt noch die Schatzkiste. Und dann haben wir den Ort gelootet. Beziehungsweise noch nicht komplett ganz. Oh, es gibt noch eine. Ja, nice. Wer redet hier? Ich habe hier Stimmen gehört. Irgendjemand will mal nachsehen. Oder bin ich jetzt paranoid? Ich hab's gehört. Da draußen ganz sicher. Ja, echt Stimmen, aber hier ist anscheinend niemand. Nein, mein feines Leder, weiches Leder, sehr schön. Gut. Da oben ist die Truhe. Da drin war ich schon. Das ist echt komisch, ich höre die ganze Zeit diese Stimmen. Ich bin froh, dass ich gerade kein Horrorspiel spiele. Oder so. Warte. Genau. Ah, übrigens, Dimmi, wir werden an Halloween eine kleine Horrorrunde machen. Das hast du dir doch so lange schon gewünscht, dass ich das mache. Und ja, wir werden es machen. Tobi hört Stimmen, ja. Ha, Alter, ich bin Stufe 10, jetzt kann mich nichts mehr töten. nee, ja. Adrenalin. Als ob ich hier jetzt noch Adrenalin brauche. Ja. Okay, aber Stufe 10 ist schon mal... Was ist das denn für eine? Warte mal, ich will mal... Alter, überhaupt nicht übertrieben oder so. Okay. Gar nicht übertrieben. Aber... Den kann ich doch auch unsichtbar machen, oder? Horrorrunde wann am 30. Genau an Halloween. Wie kann ich den Helm unsichtbar machen, Leute? Kurz. Also hier kann ich nur das Aussehen verändern. Hier. Leertaste. Unsichtbar. Danke. So, weißt du schon, dass du deine Ausrüstung skinnen kannst? Ja. Das werde ich auch mit der da jetzt machen. Das sieht ein bisschen nicht so geil aus. Ich werde es wahrscheinlich... Ja, das sieht schon cool aus.
mache mal das da, oder? Und dann mache ich als Gürtel auch das da, was dazu passt. Kriegerschaden, Attentatsschaden, Kriegerschaden gegen Spartaner. Ja, dann mache ich mal die da. Aber die sehen auch anders aus. Also. Guten Bogen. Jägerschatten. Ah, der sieht geil aus. Kann ich die Waffen auch anders aussehen lassen? Oh, jetzt habe ich auch den falschen Bogen. Ah ja, kann ich. Gut. Das ist cool. Das finde ich echt cool, dass man das die Skins ändern kann. Aber in die sehen ja fast alle gleich aus. Gut. Buchtaufzeichnung. Naja, genau. Oh, der Helm ist endlich weg. Hat er dich so stark genervt? Also ich fand den schwarzen Helm eigentlich ziemlich cool. Ja. Aber so sieht's auch. So sieht's besser aus, das stimmt schon. So. Hallo. Wie geht's dir? Was müssen wir jetzt machen? Ah, genau. Erstmal Fähigkeiten. Das ist sehr weh. Oh Gott. Gut, Tierbändiger. What? Man kann ein Tier haben. Aber das ist ein bisschen unpraktisch für also assassinieren. Alter, wie geil ist das denn? Dass deine Pfeilsalve im Umkreis von 3 Metern niedergehen, die 300 Jägerschaden anrichtet. 300% Jägerschaden? Das ist krass. Erhöhe den Jägerschaden um 20%. Bei Einsatz von Jägerfähigkeiten werden keine normalen Pfeile mehr verbraucht. Das ist auch ganz nice. Höchstleistungsschuss. Verschießt einen mächtigen, aufgeladenen Pfeil, der 1000% anrichtet und explodiert. Dabei werden 3 Adrenalinsegmente verbaut, ja. Also das werde ich mit der Cassandra nicht machen, weil das, ja, ist zu hart. Verschieße einen Geisterpfeil, der 260 Jägerschaden anrichtet und Schilde, Gegner und sogar Mauern durchdringt. What? Okay, das ist lustig. Das ist sehr, sehr lustig. Okay, was kann ich hier machen? Ringe des Chaos. Eine Schockwelle macht alle Gegner im Umkreis von 3 Metern benommen und richtet 150. Okay. Es lohnt sich, seine Ausrüstung zu pflegen. Rüstung um 30% erhöht. Beschwöre ein Feuer des Hephaistos für 15 Sekunden richten Nahkampfwaffen und Standardpfeile Feuerschaden an. Wenn ihre Feueranzeige voll ist, fangen die Gegner an zu brennen. Ist auch irgendwie cool. Hat er F gedrückt, um einen präzisen Attentat auszuführen. Führe einen Schleichangriff mit tödlicher Präzision aus, der 200% Schaden macht. Dafür musst du in Reichweite und außerhalb eines Konflikts sein. Ja, das ist klar. Heldenschlag. Ein Angriff, der mit einer... Entschuldigung, wenn ich gerade so lange brauche, aber ich muss mir ja alle durchlesen. Achso. Waffenruf. Nee, das mache ich nicht. Ich mache wahrscheinlich den präzisen Attentat, weil der ist schon geil. Ja, schon ziemlich cool. Ja. Hat er F gedrückt, okay. Gut. Ja, nice. Oh. Rake hat ein bisschen
bisschen gespoilert, oder? Nimm Tierbändiger und zähme einen Wolf. Ja. Also das wäre auch was ich richtig, richtig geil fände, aber das ist so. Erstens, wann bekomme ich einen Wolf? Und zweitens, ist das so wie bei Far Cry Primal, dass wenn man sich anschleicht, dass das Tier das auch macht. Das, ja. Belagerte Banditen, griechische Welt. Achso, das ist komplett alles. Auch wo Recht und Ordnung herrscht, sind Gesetzlose und Banditen oft nicht weit. Für einen langfristigen Frieden muss alle beseitigt werden. Genau. Gut, dann machen wir jetzt mal das weiter. Finde und töte den Anführer der Athener. Puh. Nee, Rake hat den Nightbot mit Caps herausgefordert und verloren. Achso, okay. Dann darf ich es ja lesen. Warte, Sparta hat den Krieg erklärt, dann. Dann bin ich natürlich auf Seiten Spartas. Athener haben zuerst Sparta gemobbt. Wo hast du das her? Würde mich interessieren. Genau. Ich hasse es, dass der Bot einfach jede Nachricht, die jemals von der Person geschrieben wurde, löscht, nur weil er einmal Caps benutzt. Das ist lächerlich. Ja, ist ein bisschen, ja. Ich kann mal schauen, ob, also, der Nightbot ist schon auf niedrigster Stufe. Also, ich weiß nicht, ob man das noch spezifizieren kann. Genau. Sagt mein Bruder, woher weiß er das? Also ich habe mich halt ziemlich lange damit auseinandergesetzt, aber kann sein, dass er woanders was anderes gehört hat. Wo muss ich jetzt hin? Was wollte ich jetzt machen? Genau, die Hauptquest weiter, ne? Genau, jetzt kann ich den Dude schnappen. Genau. Finde und töte den Anführer der Athener. Genau. Die Frage ist, wo der gerade ist. Der wird mir auch nicht angezeigt, ne? Ich nicht? Ich glaube aber, das ist der bei dem wir vorhin drin waren. Bei der Quest von dem kranken Vater. Ich lasse mich lieber nicht sehen. Warum? Das sind doch Spartaner. Warte, sind die Feinde? Ich hab doch dieses Siegel. Ich glaube, das sind wirklich meine Feinde jetzt, hä? Hä, aber wieso sind die Spartaner meine Feinde? Ja, dann lasse ich die mal in Ruhe. Hä? Wieso ist das so? Ist das normal? Warte mal. Was ist mit den Worten? Ich weiß es nicht. Ich hab's schon auf die Liste der zulässigen Begriffe und trotzdem hält er es jedes Mal zurück. Das ist echt merkwürdig. Mein Bruder interessiert sich sehr dafür. Hat er also wahrscheinlich irgendwo gelesen. Ja. Machst du die Gegend unsicher, Ikarus? Man muss halt, also bei solchen Sachen muss man halt immer sehr aufpassen, wo man das liest, ne? Also,
Der, wobei der hellenische Bund ist jetzt besser dokumentiert als jetzt, also der Perserkrieg und so weiter. Aber trotzdem. Also ich um Gottes Willen, ich sage jetzt nicht, dass ich recht habe, ne? Also, ich habe halt nur die Version gehört, dass, dass es halt andersrum war, dass Athen eher die defensive Rolle hatte und von Sparta angegriffen wurde. Naja. Genau. Aber ich werde mich da auf jeden Fall auch nochmal schlauer machen. Ich kann auch meinen Kunstlehrer fragen. Also klar, der hat Kunstgeschichte gemacht, aber der ist auch Archäologe und sowas und hat sau viel mit so antiken Sachen zu tun. Genau. Ey, bellt mich nicht an oder ich bell zurück. Mit meinem Fuß. Ah, da liegt jemand, der schläft. Wenn du angreifst, dann hole ich aber den... Ah? Gute Entscheidung. So, dann hole ich mal den Falken. Haus des Anführers. Ah, da drüben ist der Anführer. Okay. Der Anführer. Dam, da, dam, da, dam, da, dam. So, Priester, genau. Ja. Den Herr Priester. Der hat mir auch voll geholfen, weil da habe ich eine. Problem. Ja, nee, hast du nicht. Hier sind ja keine mehr. Der Priester hat mir auch super geholfen, weil ich war so dumm und habe in einem Kommentar unter ein Aufklärungsvideo, also so ein Fanmade ja, Aufklärungsvideo, sage ich mal, über die Kreuzzüge. Und da habe ich halt ein paar Fakten drunter geschrieben, so die er halt ein bisschen verdreht hat, beziehungsweise falsch recherchiert vielleicht. So mit den Massaker von den 40 oder 4000, also ja, ich glaube 4000 Pilgern und so weiter und ja, und so weiter. Und natürlich kam es da zu ein bisschen Streit und da habe ich halt den Priester gefragt, ob er mir da helfen kann. Und weil ich wusste da auch nicht, ob ich das jetzt falsch recherchiert habe. Und ja, der hat mir da auf jeden Fall auch sehr geholfen. Hui! Vielleicht bist du eines Tages so gut wie ich. Und was machst du da? Warte, ich hab... Warte, so. Tobi, du hast echt viel Zeit, was? Was meinst du? So. Also, so allgemein, Geschichte interessiert mich halt ziemlich. Vor allen Dingen, wenn ich, ja, ich weiß, da ist er, aber ich will erstmal schauen, ob hier nicht noch jemand anderes ist. Warte mal, da sind doch gerade Wölfe vorbeigegangen. Hey, Wölfe? Hi? Genau. Bell mal, du auch. Und ihr kommt jetzt zu mir und tötet ihn. Dann bin ich quasi unschuldig. Hat irgendwie nicht geklappt, oder? Ja, doch. Und ich rette ihn und dann mögen mich alle. Ey.
Stirbt der? Ja, halt, er blöd, wenn er. Oh, okay, er stirbt nicht. Ist der dumm? Ziehe voll auf seinen Kopf. Der Anführer der Athena ist hier. Ich kehre zur Stentor zurück. Entschuldigung. So, letzte Anstrengung. So. Während andere Netflix schaut er halt Dokus. Ich streite auch oft mit Nazis in verschiedenen Plattformen. Ob das was bringt, weiß ich nicht. Man darf auf Twitch nicht Nazi sagen. Ja, Twitch, also Nazi wird halt oft als Beleidigung und Schimpfwort angewandt, deswegen wird's halt geblockt. Genau, also nachdem sie Athena in Megara geschwächt haben, schloss sich Kassandra den Spartanern in der Schlacht an, um die Region zu erobern. Es war Zeit, die blauen durch rote Banner zu ersetzen. Das muss ich ja jetzt machen, ne? So. Ich frage mich dauernd, wieso meine Nachrichten immer doppelt angezeigt werden. Ah, okay. Ja. Gut. Das, was Sarah sagt, die hat's alles im Griff. Entschuldigung, ich fahre mit Autopilot. Sorry, ist ein ganz neues Modell und ja. So. Ich mache mal kurz eine Schokolade auf. Sarah, alles autonom. Nur noch autonom. Schau mal, Mama, ohne Führerschein. Ohne Hände. Ja, ohne Hände, ohne Führerschein. So. Oh, da bist du. Oder? Warte, ist das der Depp? Sparta schätzt es sehr, dass du bei der Bestrafung dieser Diebe geholfen hast. Sei froh, dass hier eine Frau steht, sonst würde ich dich angreifen. Ja, komm schon. So. Dann sprechen wir mal mit den Dude hier. Meine befehlshabenden Männer sprechen nur gut von dir, Söldnerin. Oh, danke. Was gibt es Neues? Der Athena-Befehlshaber ist tot. Megaris kann erobert werden. Gut. Der Wolf hat den Angriff befohlen. Ich bin froh, dass du uns in unserem Kampf um Ruhm und Ehre unterstützt. Verdammt, ich dachte, es geht noch weiter im Text. Warte. Es ist mir eine Ehre, hier zu sein und mit vollem Mund zu reden. Töten wir ein paar Spartiaten. Oh. Upsi. Töten wir einen Athena. Es wurde auch Zeit, dass wir den Krieg nach Athen tragen. Ja, sie sollen den Zorn Spartas spüren. Komm, Kleos erwartet uns. Dafür wurde ich geboren. Was? Wir siegen heute für Sparta und für den Wolf. Komm, wir müssen zum Lager der Vorhut. Ich bin bereit. Okay, let's go. Bin bereit. Folge mir. Wir müssen uns auf die Schlacht vorbereiten. Kassandra weiß noch gar nicht, dass ich gegen Athena bin eigentlich. Gegen Sparta. Der Sparta zum Sieg gegen die Athener führen. Nein, nein. Wie ist er als Mensch? Als Vater?
habe je. Er ist bewundernswert, stark und auf seine Art sorgend. Aber manchmal... Ja? Nach nichts. Nur sein Blick schweift oft in die Ferne. Und ich spüre große Trauer in ihm. Er ist Spartas Feldherr. Aber auch ein Mensch aus Fleisch und Blut. Man kann das Leben nicht ohne Reue leben. Hm. Der läuft ja voll die blöde Geschwindigkeit. Zu rennen ist zu schnell, gehen ist zu langsam. Was ist los mit dir? Guck nicht so blöd. Diese Schlacht wird anders als alle, an denen ich bisher teilnahm. Du hast an Schlachten teilgenommen? Warte mal. Ich hole mir Toblerone. Oh, unten ist auch noch Toblerone. Stimmt. Ich mag tatsächlich keine Schokolade. Bekomme ich jetzt einen Chatband? Sehr dünne. Nee, alles gut. Wieso magst du keine Schokolade? Es gibt ja so viele verschiedene Schokoladen. Also so die helle Schokolade mag ich auch nicht so, sondern halt die mit wirklicher Schokolade drin. Also quasi so zartbitter. Nein, eine Tobi Rome meint Hulk. So geil. Weiter. Jetzt voll doof, dass wir quasi gezwungen werden, gegen Athen zu sein. Ja, am Anfang auf jeden Fall, so wie ich euch verstanden habe vorhin. Er ist ein NPC, das tun die immer. Willkommen zu Ubisoft Games. Ja. Aber ganz ehrlich, die Rüstung finde ich richtig schick. Also, passt voll. Vor allen Dingen auch mit dem blauen Bogen. Blau und Gold passen halt immer. Gut, dann... Warte, Dimi, du hast gesagt, wir müssen einen Speer tragen. Aber ich habe jetzt halt nur... Ja, der ist nicht mal halb so gut. Okay, wir probieren es mit den Dolchen. Mal schauen. Oder ich mache hier einen Attentat. Nee, okay. Bist du bereit, die Athener zu vernichten? Ah. Eroberungsschlachten. Sobald die Staatsstärke niedriger, ja, das wissen wir. Sowohl Athen als auch Sparta belohnen Eroberungsschlachten mit epischer Ausrüstung. Ein Staat zu verteidigen ist einfacher, bietet aber weniger Belohnung. Ein Staat anzugreifen ist schwieriger, aber lohnender. Aha. Okay. Auf in die Schlacht. Ich bin bereit für den Krieg. Was hat er gerade für ein Zeichen gemacht? Ich bin aufgeregt. Schick die Athener in den Hades! Was ist mit Cassandra los? Na dann. Oh, hab ich dir wehgetan? Ich kämpfe gerade gegen alle, ne? Aua. Haha. So, hier. Weiß ich eigentlich. Oh, ich hab irgendwie. Ich greife irgendwie alle an gerade. So, greif an. Danke. Headshot. Och, die Maus ist ausgerutscht. Entschuldigung. Au. Jetzt hör mal auf.
Kommen jetzt eigentlich die ganze Zeit, es kommen die ganze Zeit nur zwei, ne? Oh, wahrscheinlich muss ich den töten. So ein General, ne? Könnte ich mir gut vorstellen. Aua. Aua, block doch. Block doch. Och, das war gemein. Nein! Der Apfel fällt nicht weit vom Pferd, merkt ihr das? Das war der falsche Button, tut mir leid. Ich wollte eigentlich... Du siehst scheiße aus, was ist passiert? Ja, ich bin gestorben. Nee, verdammt. Wie, kommen die ganze Zeit so zwei und ich muss irgendjemand töten? Ja, vielleicht lese ich einfach mal. Geh und töte die Kronen. Okay, so. Nein, nein, wie ist er als Mensch? Oh nein. Als Vater. Ich geh mal vor. Er ist bewundernswert, stark und auf seine Art sorgt. Hä? Ernsthaft? Ja, geh und renn. Bitte was? Was? Oh. Hä? War das ein spartanischer... War das ein spartanischer Wolf? Hä? Was passiert hier gerade? Hä? Was ist das? Was machen die? Hä? Ich verstecke mich hier. Hä? Was habe ich gerade gemacht? Okay. Ist ein Bug. Tötet mich! Ich gehe in den Tod. Aber wieso? Boah, ihr seid so starke Männer. Ihr braucht eine halbe Stunde, um eine Frau zu töten. Wie hältst du das nur aus? Hä? Ja, jetzt greif mich halt an. Danke. Was? Hä? Wie habe ich denn Aggro ge... Hä? Ist mir auch mal passiert. Komisch. Naja, gut.